Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man ein cooles und schnelles, einfaches, super nices Starterhaus bauen kann, beziehungsweise Survivalhaus. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Tutorial an. Schritt 1 ist quasi, ihr sucht euch einen Platz, wo ihr das Ganze bauen möchtet. Ich habe mich jetzt mal hier für diese Wiese hier entschieden, an dem See. Und dann geht es auch direkt los mit dem Bauen. Und zwar schnappt ihr euch erstmal ganz normale Steine und macht daraus eine 3x3 große Fläche und dann daneben nochmal so eine. Ihr lasst dann allerdings dazwischen einen Block frei. Und das Ganze haltet euch fest, macht ihr auch nochmal. Den macht ihr allerdings zu so einer Ecke hier. Dann sieht das Ganze so aus. Und das macht ihr dann nochmal, nur halt, dass die Ecke quasi in die andere Richtung geht, nämlich hier hin. Und dann kommt hier wieder so ein Klotz hin aus 3x3 Blöcken. Und dann hier natürlich dasselbe nochmal. Und die beiden macht ihr jetzt auch wieder hier zu solchen Ecken. Und dann sieht das Ganze so aus. Und das wird dann quasi eure Grundfläche. Was ihr jetzt macht, ist, ihr schnappt euch eine Seed und tauscht ein paar von den Steinen damit nochmal aus. Dann sieht das nämlich ein bisschen nice aus, finde ich. Und Andesit und normaler Stein passen eben relativ gut zusammen in meinen Augen. Und natürlich ist das Ganze hier nur meine Entscheidung hier mit den Blöcken. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, welche Blöcke ihr möchtet. Ich mache das jetzt nur einfach so, weil ich finde, das sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, ihr holt euch einfach die Blöcke, die ihr benutzen wollt. Könnt natürlich genauso nachbauen, aber könnt natürlich auch lieber irgendwelche anderen Steine nehmen. Das ist natürlich euch überlassen, je nachdem, was ihr eben cool findet. So, und ich würde sagen, so können wir das erstmal lassen. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir nehmen einmal Eichenstämme und platzieren hier in den Ecken oder beziehungsweise in den Lücken 4 hohe Türme daraus. So in etwa. Und dann macht ihr in jede Ecke nochmal einen Stein so oder einen Holzblock vielmehr. Und macht dann hier 2 nochmal daneben oder beziehungsweise oben auf die Steinmauer dann oben drauf. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann hätten wir das schon mal. Was wir jetzt machen, ist davor nochmal eine Reihe mit 4 Blöcken quasi nach oben. Und diesmal auch in den Ecken. Sieht dann so aus wie so tragende Pfähle vielleicht oder Säulen oder sowas. Eigentlich auch ziemlich nice. Und hier natürlich auch, ihr könnt natürlich benutzen, welchen Holzblock ihr möchtet oder welchen Block an sich. Ihr könnt das auch aus Diamantblöcken machen oder Quarz oder was auch immer. Und dann müsste das Ganze auf jeden Fall so aussehen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen Zaun und Zauntore. Und zwar machen wir hier 2 Zaunzäune und dann in die Mitte ein Zauntor jeweils und machen das einmal drumherum quasi. So. Und hier natürlich auch, ihr könnt natürlich auch das andersrum machen, dass ein Zaun in der Mitte ist und dann 2 Zauntore links und rechts. Oder ihr nehmt nur Zauntore, könnt ihr auch machen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber ich in diesem Fall nehme jetzt mal Zäune und Zauntore. So. Und natürlich auch hier wieder die Farbe, könnt ihr euch natürlich auch aussuchen, welche Holzfarbe das haben soll. Und wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr oben drauf quasi nochmal 3 Holzblöcke. So. So, so, so. Und auf der Innenseite, theoretisch, könnt ihr das auch schon direkt mitmachen. Beziehungsweise, ja, hier doch auch. Ne, hier nicht. Hier nicht. Nicht in den Ecken, aber hier in den geraden Flächen quasi. So. Dann sieht das Ganze so aus in etwa. Zeige ich euch nochmal von außen, damit ihr gucken könnt, ob ihr es auch richtig gebaut habt. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen dieses entrindete Holz quasi. Und machen dann sowas hier daraus. Und lassen dann dazwischen immer jeweils 2 Blöcke frei. Da kommen nämlich die Fenster gleich rein. So. Und machen das hier hoch und hier. Zack, haben wir gleich fertig. Und dann können wir dann nämlich schon mal die Fenster einsetzen. Was ihr dann allerdings noch machen müsst, ist, ihr müsst euch überlegen, wo die Tür hin soll. Ich mache die jetzt, denke ich mal, hier vorne hin. Deswegen lassen wir hier mal einen Block frei. Und machen dann hier so. Was wir dann machen, ist, wie gesagt, die Fenster rein. Beziehungsweise machen wir die, glaube ich, nur einen hoch. Machen wir mal so. Und dann setzen wir da oben drauf, nämlich nochmal einen von den entrindeten Blöcken quasi, so, zack. Das Ganze dann auch nochmal wieder auf jedes Fenster natürlich. Das ist natürlich alles ein bisschen sehr wiederholend hier, aber das sind Häuser ja meistens. So, machen wir hier auch nochmal hin, hier auch und dann hier das weg. Was wir jetzt machen ist, wir machen schon mal die Blumentöpfe und da platzieren wir hier vor die Fenster überall Grasblöcke, einmal drumherum. Und da könnt ihr natürlich dann auch wieder Blumen raufsetzen, wie ihr möchtet. Das muss jetzt natürlich nicht dem entsprechen, was ich hier mache. Und dann machen wir nochmal so ein paar Falltüren dagegen. Das sieht dann nämlich aus wie so eine Art Halterung irgendwie für die Blumenerde quasi. Oder für die Blumen dann halt insgesamt. Und hier könnt ihr natürlich auch wieder euch aussuchen, welche Falltüren ihr nehmt. Oder ihr lasst die Blumentöpfe ganz weg, wenn ihr Blumen nicht so toll findet. Könnt ihr natürlich auch machen. Und jetzt, ich pflanze jetzt mal keine Blumen rein, aber ihr könntet jetzt halt, wie gesagt, einfach reinsetzen, was ihr möchtet. Was wir jetzt noch machen, ist hier einmal drumherum noch so einen Block dahinsetzen auf diese Ebene. Das sieht dann so aus, als wäre das so der Pfahl, der da noch rausguckt. Das letzte Ende quasi noch. Platzieren dann dagegen nochmal einen Knopf auf jeder Seite, so. Nicht hierhin, sondern auf den Stamm quasi, wo man die Baumringe sieht. So, oder die Altersringe, ich weiß gar nicht, wie das wirklich heißt. Ich glaube, Baumringe, ich glaube, man kann beides sagen. So, aber ihr wisst ja, was ich meine, denke ich, so.
Dann haben wir das Ganze soweit. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir schnappen uns mal Fichtentreppen. So, da haben wir sie. Und richtige Fichtenblöcke, wenn ich die finde. Ja, da haben wir sie. Und dann natürlich noch normale Treppen. Die können, denke ich, auch nicht schaden. Was wir jetzt machen, ist quasi, wir machen jetzt das Dach. Und zwar platzieren wir hier erstmal so einen kleinen Bogen drumherum. Um die Fenster nämlich. So, hier vorne kommt ja gleich die Tür rein. Das machen wir noch. Den hier auch noch. Und den habe ich falsch gesetzt. Machen wir nochmal richtig, so. Und den hier natürlich auch noch. Und dann müsste das Ganze in etwa so aussehen. Und dann machen wir hier oben nochmal eine Reihe Blöcke hin. So, zack. Können wir hier nochmal schnell machen. Dann sieht das nämlich ein bisschen nicer aus. Beziehungsweise das hier machen wir nochmal ein bisschen anders. Auf dieser Seite und auf der anderen Seite auch. So, die machen wir nochmal weg. Da habe ich falsch gedacht quasi. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt machen wir dagegen quasi einmal eine Reihe mit den Stufen. Und zwar geht die ungefähr, also hier vorne machen wir nochmal diese normalen Blöcke hin, diese normalen Stammblöcke. Und dann geht es quasi da einen drüber, also so in etwa. Das Ganze natürlich hier auch, wenn man dann so ein bisschen Überhang hat quasi. Und diesen Block hier, der hier ist, da kommen dann normale Treppen rauf und dann kommt hier wieder quasi eine Fichtentreppe hin. Also das ist quasi nur die äußere Linie der Blöcke mit Fichte ist, oder mit Fichtentreppen quasi. Und dann machen wir hier jeweils eine Treppe so rum, also so richtig rum. Und dann hier so eine in dieser Richtung, dann sieht das nämlich so aus. Das hat einen ziemlich coolen Effekt eigentlich. So, das Ganze hier dann auch nochmal. Und wenn wir ganz oben angekommen sind, dann machen wir es nämlich so, dass wir hier einen Block so rum hinsetzen. Und dann einen Block entweder so rum, was ich auch ziemlich cool finde, oder man kann es auch andersrum machen. Das ist dann euch überlassen, je nachdem wie ihr es möchtet. Und das Ganze machen wir jetzt hier hinten auch nochmal. So, also das bedeutet hier wieder ganz normale Stammblöcke hin. Dann hier einen überlappen quasi. Und dann machen wir wieder dieses gleiche mit dem umgedreht, richtig rum von den Treppen. Sieht ziemlich cool aus und dann sieht das nämlich so ein bisschen besser aus einfach, als hätte man dann nur diese eine Reihe quasi. Finde ich zumindest. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles hier nur Inspirationssache. Könnt ihr natürlich auch ändern, wenn ihr das nicht so toll findet. Aber ich finde es wie gesagt cool und deswegen mache ich es auch so. So, und den haben wir so rum. Genau, perfekt. Dann müsste das Ganze so in etwa aussehen. Was wir jetzt noch vorne machen, ihr überlegt euch jetzt nämlich, welche Seite vorne quasi sein soll. In diesem Fall hier. Hier machen wir nämlich oben noch ein Fenster rein. Und zwar schneiden wir uns dafür wieder den normalen Stamm und gucken, dass das hier auf einer Ebene quasi ist. So ist es nämlich. Und dann nehmen wir hier nochmal diesen entrindeten Stamm und machen das hier so. Dann schneiden wir uns nochmal die Fenster. Machen hier zwei Fenster rein. Diesmal in diesem Fall sogar zwei. Und dann da oben drauf nochmal ein. Und das sieht dann so aus. Und hier natürlich auch wieder dasselbe Spiel, dass wir hier quasi dann gleich nochmal so einen Rahmen drumherum aus diesem dunklen Holz machen. Sieht nämlich ziemlich nice aus, wenn man halt so zwei verschiedene Farben quasi hat. So, dann machen wir hier wieder so und so, wie wir es auch bei den anderen Dächern quasi gemacht haben. Und dann sieht das Ganze in etwa so aus und so soll es dann auch bleiben. Was wir jetzt noch machen, ist natürlich das ganze Dach ausfüllen mit hier diesen normalen Treppen quasi. Und ich würde sagen, das erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. Und ihr macht jetzt, wie gesagt, einfach hier einmal zack alles fertig soweit. Und dann gucken wir gleich weiter. So, wenn ihr das gemacht habt, müsste das in etwa so aussehen. Da haben wir jetzt überall die Treppen quasi hingebaut. Und was wir jetzt noch mit diesem freien Platz quasi machen, ist auch gar nicht so schwierig. Und zwar schneiden wir uns dafür einfach die Halbsteine aus Fichtenholz. Und machen dann hier so eine Reihe lang. Hier auch nochmal. Und dann hier auch. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, entweder einen ganz normalen Block drauf zu machen oder es halt einfach so zu lassen und so würde ich es halt auch machen. Und dann machen wir hier nochmal beim Eingang etwas weiter und zwar machen wir das hier nochmal so. Dann machen wir hier oben eine Reihe mit ganz normalen Blöcken drauf quasi. Und dann schnappen wir uns nochmal die Halbsteine, die wir gerade benutzt haben und machen hier nochmal so eine Reihe. Dann sieht das Ganze so aus. Dann machen wir diesen Pfahl hier quasi bis ganz nach oben und machen dann die Zwischenräume hier auch nochmal mit den ganz normalen entrindeten Blöcken quasi. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so heißen auf Deutsch. Ich spiele ja auf Englisch. Aber ihr wisst ja, denke ich, was ich meine und was das ist. Jetzt schnappt euch die Blöcke nochmal und platziert das. Ach nee, gar nicht wahr. Ich muss es ja ein weiter nach vorne noch. Das habe ich ja gerade fast vergessen. So. So wollen wir das ja. Denn hier, wie gesagt, die ganzen entrindeten Blöcke nochmal hin. Dann sieht das Ganze auch noch ein bisschen nicer aus. Was man hier natürlich auch machen könnte, ist zum Beispiel diese beiden Blöcke hier wegmachen und dann da einfach Fenster reinmachen. Das sieht auch ganz cool aus. Und hier komme ich gerade nicht raus. So. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel noch Blöcke reinmachen, sieht das auch ganz lustig aus, aber ich finde so ein Dachboden, der sollte eigentlich ohne Fenster sein, einfach so für das Feeling quasi. Und dementsprechend lassen wir das dann auch so. Und dann ist das Haus eigentlich schon mal soweit fertig. Was wir natürlich noch machen müssen, ist hier vorne der Eingang.
Das machen wir jetzt auch mal. Zerschneiden wir uns dafür einfach wieder die ganz normalen Halbsteine und ich hole nochmal die Treppen dazu, so. Dann könnt ihr nämlich hier euch, wie gesagt, eigentlich theoretisch ganz was Eigenes ausdenken, aber ich mache es jetzt mal folgendermaßen. So mache ich hier so eine Treppe nach oben quasi. So, die natürlich auch wieder mit diesem richtig rum, falsch rum Muster arbeitet, weil ich das eben ziemlich cool finde. Jetzt muss ich nochmal hier noch einen Block hinsetzen, dann kriege ich das auch hin. So, dann sieht das Ganze nämlich cool aus soweit und dann können wir uns nämlich wieder die Trapdoors quasi schnappen und das Ganze dann hier so als wie nennt man das, als Geländer quasi benutzen. So nämlich. Und dann machen wir hier nämlich jeweils ein Gegen und dann oben nochmal ein Gegen. Dann hier gegen die Treppe, also immer gegen die Treppe und dann nochmal oben auf die Fallschein rauf. Dann sieht das Ganze nämlich so aus, als wäre das ein Geländer, was hier so hoch geht. Dann könnt ihr nämlich hier ganz gechillt einfach hochgehen. Beziehungsweise könntet ihr das hier auch nochmal tun, theoretisch, ranmachen. So, zeige ich euch auch nochmal schnell, zack. Dann hier nochmal einen hin, wenn ich das hinkriege. Kriege ich das hin? Ich glaube, ich muss ihn kaputt machen. So, dann könnt ihr nämlich die hier auch alle hochklappen. Dann habt ihr hier nämlich auch so diesen Effekt, dass es quasi auf beiden Seiten so ist. So, sieht auch ziemlich nice aus. Und dann natürlich noch eine Tür da oben rein. Hier eine Fichtentür einfach, aber hier, wie gesagt, das soll ich auch wieder überlassen. Beziehungsweise was man auch machen kann, ist, dass ihr die Tür so stellt, dann hier oben noch eine Treppe falsch rum hinmacht. Dann habt ihr nämlich so den Effekt, dass es so ein bisschen reingeht quasi. Das ist auch ziemlich geil. Und da oben habe ich einen Block vergessen, fällt mir gerade auf. Habe ich den hier auch vergessen? Nee. So, und was ihr dann natürlich noch machen könnt, ist noch einen coolen Schornstein. Das mache ich eigentlich auch immer, auch wenn ich nie einen Ofen im Haus habe quasi. Aber so ein Schornstein sieht schon immer nice aus. Und dafür nehmt ihr einfach Stone Bricks und Stone Treppen. Und wenn ihr möchtet, auch noch diesen kaputten Stone Brick. Und dann überlegt ihr euch einfach eine Seite. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier genau die Mitte. Das ist dann hier ungefähr. Dann macht ihr da einfach zwei Blöcke weg und platziert dann hier so ein paar Blöcke quasi rein. Dann macht ihr es auf einer Seite ein bisschen höher, zum Beispiel hier. Und platziert dann hier zum Beispiel so einen Block ran. Was ihr dann noch machen könnt, ist theoretisch hier das doch noch ein bisschen höher zu machen. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und dann tauscht ihr hier auch wieder so ein paar Blöcke einfach aus mit diesen kaputten Steinen quasi. Das hat nämlich auch einen ganz coolen Effekt. Und was es dann noch natürlich richtig nice aussieht, ist, wenn ihr euch Lagerfeuer schnappt und nochmal Falltüren aus, am besten Fichte. Und dann macht ihr oben einfach so ein Lagerfeuer hin quasi und macht dann drumrum nochmal Falltüren. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus, als würde da tatsächlich Rauch rauskommen. Ich kann euch das mal zeigen so. Und das ist natürlich ein richtig cooler Effekt. Jetzt kommen natürlich noch die Blümchen da rein. Das mache ich jetzt auch nochmal schnell. Schnappen uns mal hier die ganzen Tulpen am besten. Und hier nochmal ein bisschen was. Könnt ihr natürlich ganz abwechseln. Ihr könnt natürlich auch Gräser und Fahnen benutzen quasi. Hier, den hier so einfach reinstellt irgendwo random. So, zack, machen wir hier nochmal Blümchen hin. Hier auch nochmal ein paar Tulpen und sowas alles. Ist natürlich ganz euch überlassen. Ihr könnt natürlich das auch weglassen, falls ihr Blumen nicht so toll findet. Aber ich finde, die machen halt immer ein bisschen was her. Und es gibt halt viele verschiedene Blumen. Das sieht halt dann ziemlich nice aus, wenn man die so ein bisschen mixt quasi. Und ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal einen Blumentopf hin. Das würde sonst nämlich ein bisschen komisch aussehen, wenn da keiner wäre quasi. So, hier zack. Oder ich weiß gar nicht, kommt man denn hier noch hoch? Doch, müsste man, oder? Ich teste das Ganze mal für euch. So, müsste eigentlich gehen. Aber funktioniert noch wunderbar. So, und dann ist das ganze Haus eigentlich schon fertig. Und ich würde sagen, wenn ihr ja das cool findet, dann schreibt mal Hashtag Haus in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch ein Video dazu haben möchtet, wie man das Ganze auch noch einrichten kann, weil wir haben jetzt quasi nur das Haus gebaut, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Haus gefällt euch und ihr könnt es cool nachbauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.